Normalerweise ist die jetzt anbrechende Woche eine der Wochen mit der geringsten Liquidität des Jahres, aber es stehen wichtige Zahlen auf der Agenda auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hatten wir am Freitag einen Jerome Powell in Jackson Hole, der klar gesagt hat, ich weiß nicht, ob wir nochmal die Zinsen anheben sollten oder nicht. Wir gucken mal. Es gibt innerhalb der Fed eine tiefe Spaltung zwischen denjenigen, die sagen, wir müssen mehr tun zur Bekämpfung der Inflation, und anderen, die sagen, Vorsicht, Vorsicht, Leute, wir könnten da einen perfekten Sturm erleben. Das ist das eine. Wir haben am Freitag dann eine Erholung der US-Aktienmärkte wieder gesehen zum Handelsschluss, obwohl in der Summe die Rede von Jerome Powell eher hawkisch war durch die komplette Ablehnung einer Anhebung des Inflationsziels. Das ist das erste. Wir sehen jetzt den Versuch einer Rallye chinesischer Aktien. Man versucht im Reich der Mitte seine Aktienmärkte wieder nach oben zu pumpen. Ob das gelingt, ist die andere Frage. Hat aber die US-Futures ein bisschen nach oben gepumpt, und die Bullen haben in dieser Woche eine Chance. Warum? Weil die Short-Positionierung vor allem durch Absicherungen sehr hoch ist, und da könnten wir in dieser Woche einen Short-Squeeze erleben, aber der muss auch kommen. Das heißt, je höher die Märkte steigen, umso wahrscheinlicher, dass sie noch weiter steigen, aber wenn die Märkte fallen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch weiter fallen. Das hat mit der Positionierung der Market Maker zu tun, dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal diese Unsicherheit an hier von Jerome Powell. Er sagt, wir sind nicht sicher, ob wir die Zinsen weiter anheben sollten oder nicht, aber wir werden carefully vorgehen, also vorsichtig vorgehen. Also es ist schon etwas, was nicht wirklich Klarheit vermittelt. Die Märkte wissen nicht genau, was wird da kommen. Das zeigt sich dann in den unterschiedlichen Auffassungen, etwa zwischen Mester, die die Zinsen annehmen will, und Harker, der sagt, nö, sollten wir besser nicht machen. Deswegen, das hatte ich schon mal gezeigt hier, dieser Risk Management Approach, vorsichtig sein, gucken, was da kommt. Also das ist so eine Art defensive Haltung, die davon ausgeht, nichts ist sicher, nichts ist in Stein gemeißelt. Wir sind bereit, die Zinsen weiter anzuheben, wenn nötig. Wir werden vorsichtig vorgehen. Wir brauchen wahrscheinlich schwächere Arbeitsmärkte, um hier die Inflation zu nach unten zu bringen. Und above trend growth could warrant more rate hikes. Also, wenn die Wirtschaft solide ist, dann heißt das, es könnten mehr Zinsanhebungen kommen, was im Umkehrschluss bedeutet, für die Aktienmärkte wäre es schlecht, wenn wir gute Konjunkturdaten aus den USA sehen, und es wäre gut für die Aktienmärkte, wenn wir schlechte Konjunkturdaten sehen. Das ist sozusagen jetzt genau die Logik. Okay, Powell hat, wir haben das hin und her gesehen in Jackson Hole, jetzt ist es wieder geschafft, alle Stops mit seinen Aussagen abzuräumen, aber wir sehen hier zum Beispiel jetzt in der Veränderung der Fed Fund Expectation, also der Future-Märkte, die die zukünftige Zinspolitik einpreisen, dass man davon ausgeht, dass die Fed dann eher noch etwas später die Zinsen senken wird. Da sehen wir, es gibt so einen leicht hawkischen Drall bei der Rede von Jerome Powell. Wir sehen eine Versteilung der Zins, eine Verflachung der Zinskurve, also eine weitere Invertierung der Zinskurve haben wir am Freitag gesehen, und das ist derzeit interessant, wenn die Zinskurve sich weiter versteilt, also die Renditedifferenz etwa zwischen der 2- und der 10-jährigen Anleihe noch negativer wird, als sie ohnehin ist, dann dürfte das den Märkten schmecken. Wenn dagegen, wie wir zuletzt gesehen haben, die Zinskurven sich wieder verflachen, also in Richtung Null gehen, in Richtung Normalisierung, dann schmeckt das der Wall Street nicht so richtig. Aber nochmal zurück zu den Daten, die eben sehr wichtig werden in dieser Woche. Faustregel, schlechte Daten gut für die Märkte, gute Daten schlecht für die Märkte. Wir haben die JOLTS am morgigen Dienstag, also die offenen Stellen. Dann haben wir am Donnerstag Core PCE Inflation, also das bevorzugte Inflationsmaß der Fed. Allerdings Daten aus dem Juli, das ist schon ziemlich lange hin. Wir bekommen ja schon bald die neuen Daten aus dem August. Und wir haben natürlich dann am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht und ISM Manufacturing Index, auch wichtig. Also da wird schon was geboten, und nicht nur die Fed hat so einen wir gucken mal, entweder wir heben an oder eben auch nicht, Standpunkt, sondern auch Lagarde, die gesagt hat, wir werden die Zinsen so lange auf einem ausreichend restriktiven Niveau halten, wie es notwendig ist, um eine Rückkehr der Inflation zu unserem 2%-Ziel zu erreichen. Allerdings ist die Wirtschaft in der Eurozone viel schwächer als in den USA, dementsprechend dürfte es Lagarde schwerer haben,
die Zinsen anzuheben. Aber das große Thema in der letzten Woche war zweifellos der Einbruch des Konsums oder die schwachen Konsumdaten, die wir gesehen haben. Wir sehen, die Zinsbelastung steigt sehr, sehr schnell an für die Amerikaner. Wir haben viele, viele Unternehmen, die gemeldet haben aus dem Einzelhandelsbereich. Und so sehen wir zum Beispiel hier mal das Retail-ETF, also praktisch ein ETF für US-Einzelhändler, XRT. Und wir sehen, wie stark das den S&P 500 in der letzten Woche underperformed hat. Also solche Unternehmen wie Macy's, wie Dick's Sporting Goods, die gewarnt haben, ups, wir haben verstärkte Ausfallraten bei den Kreditkartenzahlungen. Wir sehen natürlich auch jetzt eben diesen scharfen Anstieg der Zinsbelastung der Amerikaner. Hier sehen wir, dass das jetzt wirkt. Die Ersparnisse, die gehen jetzt gegen Null, die man noch aus der Corona-Zeit hatte, das ist ausgegeben. Jetzt kommen die Student Loans, Rückzahlungen im Oktober. Also das wird eine schwierige Geschichte. Aber dennoch könnten die Märkte in dieser Woche steigen und das hat einen rein mechanischen Grund. Nämlich, wir sehen hier zum Beispiel eine extrem negative Dealer-Gamma-Short-Positionierung. Das bedeutet, die Market Maker, die sind auf der Unterseite positioniert. Die haben sich abgesichert, weil zuletzt sehr, sehr viele Puts gekauft wurden seitens der Investoren, ob institutionelle oder Privatkunden. Die haben sich also abgesichert, diese Privatkunden. Die haben zum Beispiel bestehende Long-Portfolios, Aktienportfolios durch Puts abgesichert. Was passiert, wenn die Märkte weiterfallen? Da brauche ich eine Absicherung. Das ist jetzt sehr stark passiert. Die Market Maker sind da mitgegangen, sind selber, haben das Underlying dann auch verkauft, also den zugrunde liegenden Basiswert. Und jetzt steht man da relativ short. Wenn also etwas nach oben kommt, dann können irgendwann diese Market Maker ihre Absicherungsposition auflösen und wir haben eine starke Bewegung nach oben. So etwas passiert gerne. Und das ist eben der Punkt, wie Goldman Sachs hier sagt, das wird die Bewegungen hebeln ein Stück weit. Wenn es nämlich noch weiter nach unten geht, dann müssen die Market Maker noch mehr sich absichern. Dann wäre das Bedürfnis also groß, hier weitere Absicherungen auf der Short-Seite zu machen und das dürfte den Down-Move dann nochmal beschleunigen. Aber auch technisch sehen wir hier zum Beispiel der Bullish Percentage Index, das ist ein Index, der bemisst, ob in Pointe- und Figure-Charts, die eine klare Systematik haben, Aktien auf einem Kaufsignal sind oder auf einem Verkaufssignal. Und hier sehen wir, da ist der RSI, dieses Bullish Percentage Index, also ein Maß für Überkauftheit oder Überverkauftheit, bei 13,79 und das ist extrem überverkauft und zwar in etwa zuletzt gesehen seit dem Covid-Crash. Also das könnte, wenn sich da eine Systematik wiederholt in Vorwahljahren, da haben wir immer im August solche Tiefs gesehen, das könnte sich durchaus wiederholen, wie Sven Hendrik hier zeigt. In der Regel ist es dann ja durchaus positiv nach Jackson Hole, warum auch immer, wahrscheinlich weil dann so ein bisschen, oh, was sagt er da? Letztes Jahr hat ja Jerome Powell durchaus den Märkten auch Ärger gemacht, dass es dann nach oben geht. Aber wir werden sehen, die Märkte sind technisch nach wie vor angeschlagen. Der S&P 500, 14% gestiegen. Der Rest der Aktien, ohne jetzt die großen Tech-Aktien, nur 4,5% gestiegen. Und diese großen Tech-Aktien sind gestiegen gegen eigentlich das Kernprinzip der Liquidität, nämlich die Bilanzsumme der G3-Zentralbanken, also Fed, EZB und die Bank of Japan. Also eigentlich ein untypischer Anstieg. Man ist angestiegen bei Tech, obwohl die Renditen angestiegen sind. Das ist normal auch etwas, was nicht wirklich normal ist. Wir sehen, die 493 Aktien im S&P 500 sind 4% gestiegen. Vor drei Wochen waren die S&P 7 Aktien, also die Magnificent 7, 70% gestiegen. Und das hat sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert, trotz Nvidia-Euphorie, aber Apple hat es ziemlich erwischt. Mal sehen, ob die sich erholen, das wäre für die Gesamtmärkte wichtig. Und hier sehen wir mal die Charts etwa auf Tagesbasis der S&P 500. Ja, aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen und durchaus möglich, dass wir wieder nochmal versuchen, an diesen Aufwärtstrend uns ranzurobben, ohne dass damit sozusagen diese übergeordnete Schulter-Kopf-Schulter-Formation sich hier wirklich auflösen würde. Also das wäre dann selbst für die Bullen, wenn es jetzt nach oben geht in dieser Woche,
nicht der Sieg, der endgültige Sieg. Wir sehen hier auch diese negative Divergenz oben im RSI beim Weekly S&P 500, also auf Wochenbasis. Charttechnisch ist da schon was passiert. Aber wir sehen kurzfristig der Dollar an einen wichtigen gleitenden Widerstand gelaufen, nachdem er ausgebrochen ist. Wir sehen aber dann so eine Umkehrkerze am Freitag. Und wir sehen, dass die 10-jährige Anleiherendite hier rechts, dass die durchaus auch noch weiter nach unten kommen könnte. Und das würde ein fallender Dollar und fallende Renditen, das würde die Aktienmärkte dann natürlich supporten. Und die Amerikaner haben grundsätzlich ein Problem. Das wird jetzt noch nicht heute oder in dieser Woche wahrscheinlich aktuell. Aber die Amerikaner haben das Problem, dass sie unglaublich viele Staatsanleihen auf den Markt werfen. Und dazu brauchst du Käufer, weil die Schulden, der Schuldenhunger der beiden Regierungen so groß ist. Dazu brauchst du Käufer. Jetzt auf der anderen Seite wirft auch dann die Fed noch Staatsanleihen auf den Markt, indem sie bestehende Anleihen nicht mehr verlängert. Also kommt noch mehr Angebot auf den Markt. Und hier gibt es dann erste, die sagen, nämlich die St. Louis Fed, oh, könnte notwendig sein, dass wir vielleicht mal die Bilanzreduzierung pausieren. Das wäre dann Stoff für einen bullischen Markt, aber ich rechne nicht damit, dass das so schnell passieren wird. Kommen wir jetzt noch zu China. Da hat man versucht, jetzt die Aktienmärkte nach oben zu pushen durch zwei Maßnahmen. Erstens hat man die Stempelsteuer deutlich gesenkt und wir sehen hier unten am Chart, jedes Mal, wenn man die Stempelsteuer senkt, also so eine Art Sondergebühr für den Kauf von Aktien, gibt es in England auch, Duty Stamp. Dann sehen wir, dass die Märkte hussieren kurzfristig, aber meistens nicht wirklich so langfristig. Man hat dann auch versucht, durch andere Maßnahmen versucht, das Ganze zu limitieren, indem man zum Beispiel Share Sales, also bei, dass man sagt, okay, größere Anteilseigner sollen bitte jetzt nicht Aktien verkaufen von Unternehmen. Also man versucht da alles, um den Aktienmarkt nach oben zu bringen. Wir sehen, der Hang Seng Booms in Hongkong gleich fett gestiegen, der CSI 300 in China 5,5% gestiegen, aber dann doch wieder die Verluste oder die Gewinne deutlich minimiert auf 2,8, zumindest beim China CSI 300. Und das Problem ist, das Failing Model von Xi Jinping, mit dieser Politik wirst du die Wirtschaft nicht nach vorne bringen können, sondern du wirst sie zurück, du erstickst sie. Überall sitzen jetzt Beamte und passen auf. Die kreativen Unternehmer, die sind abserviert wie Jack Ma, aber dennoch, wir sehen jetzt, dass die chinesischen Aktien eben auf dem tiefsten Stand seit 2001 sind in Relation zu den US-Aktien. Aber es gibt eine unbestätigte technische Formation, die kommen könnte, aber dazu muss noch was passieren, nämlich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation beim Hang Seng Index, aber das muss funktionieren. Aber immerhin, der politische Wille ist da, die chinesischen Aktienmärkte nach oben zu treiben. Das hilft aber einer Evergrande, die jetzt 17 Monate vom Handel ausgesetzt war nicht. Diese Immobilienaktie, die ja Insolvenz in den USA angemeldet hat, jetzt heute in Hongkong wieder der Handel eröffnet. 87% abgestürzt, gleich erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite, China wird die USA wirtschaftlich nicht überholen. Wir haben ja noch letztes Jahr von Goldman Sachs und allen anderen gehört, Mensch, China wird so das ganz große Ding, wird bald die Nummer 1 sein, in jeder Hinsicht, was die Wirtschaft betrifft. Nee, mit dem Xi Jinping wird das nicht passieren und langsam dämmert es diesen Experten. Die USA sagen sogar, ökonomisch ist das keine Bedrohung mehr für uns, finde ich hochinteressant. Zweite Empfehlung als Artikel und die dritte Empfehlung, nochmal diese teilweise so widersprüchliche Lage an den Märkten im S&P 500, im DAX. Big Money erwartet die Korrektur, also das große Geld erwartet die Fortsetzung der Korrektur. Das könnte bedeuten, dass genau erstmal das Gegenteil passiert, der Weg des größten Schmerzes erstmal nach oben geht und dann die große Korrektur kommt. Wir werden sehen, also diese drei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus, ciao.